Genau, ich bin ein Naturbursche und wenn ich das so sage, dann sagen mir die Leute jeweils, ja, man sieht's. Und darum ist, für mich ist die Natur wirklich spannend und gerade in der letzten Zeit, in diesen anderthalb verrückten Jahren, hat mich die Natur eins gelernt und zwar, die Menschheit hat durchgedreht, jeden zweiten Tag neue Messwerte erfunden und die Natur, die hat einfach weitergemacht. Es war so schön, es war Frühling, dann wurde Sommer, dann kam der Herbst. Es ist so völlig egal, wie durchgedreht die Menschen sind, es geht einfach weiter. Dann habe ich mir überlegt, was können wir alles lernen von dieser Natur. Keine Angst, es gibt keinen kompostierbaren Vortrag oder so. Aber ich finde eben das mit dem Organischen so super spannend. Organisches Unternehmen, was ist ein organisches Unternehmen? Ich meine da nicht die grüne Welle oder irgendwas, sondern einfach natürlich, mit organisch, organic kann man ja mit natürlich übersetzen. Und ich meine das damit, was ist denn eigentlich ein natürliches Unternehmen, das auch Krisen übersteht? Und ich habe mir überlegt, es gibt so drei Bestandteile, die ein organisches Unternehmen ausmachen. Das ist Change Management, das hatten wir ja sogar die letzte Stunde. Dann Leadership und ich sage mal Kultur, letztlich Agilität. Und das eben, wenn das zusammenspielt, dann gibt es dieses sogenannte Organic, man spricht wirklich von der Organic Economy und ich sage einfach mal auf Deutsch organisches Unternehmen. Das heißt, ich werde die nächsten 45 Minuten genau über diese drei Themen sprechen, Change, Leadership und Kultur. Das erste Thema Change. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Der Wind der Veränderung, der weht noch stärker als früher und wird wahrscheinlich nochmals stärker wehen in den nächsten Zeiten. Und das heißt, ich habe genau zwei Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Der Wind weht, das kann ich nicht beeinflussen, der weht. Was kann ich jetzt tun? Ich kann die Energie nutzen, indem ich eben ein Windrad aufbaue, eine Windmühle betreibe, oder ich kann sagen, das darf nicht sein, ich baue eine Mauer. Das Problem ist, dass ich mit der Mauertechnologie komme ich nicht weiter. Und für mich, ich bin jetzt wirklich einer, der Windmühlen bauen will. Der Wind weht und die Frage ist jetzt, wie stelle ich mich auf, damit ich und mein Unternehmen profitieren von der Situation, auch wenn es eine schwierige Situation ist, weil das ist ja immer irgendwelche Energie. Und das heißt, die kann man nutzen und genau darum geht es. Wenn wir in der Zeit, wo wir drin sind, im Moment, wenn wir die von sehr weit oben betrachten, ist das ein Riesenschiff. Und ich finde, Industrie 4.0 ist nicht treffend, weil es ist viel mehr. Es ist nicht einfach ein Update von der Industrie. Was im Moment abgeht, und das wäre auch ohne diesen schwarzen Schwan Corona gekommen, ist der Übergang von der organisierten Wirtschaft in die organische Wirtschaft. Und da eben, da funktioniert dieses Wortspiel mit Organic viel mehr. Also von der wachstumsgetriebenen Wirtschaft immer mehr, immer schneller und verwechseln von Qualität und Quantität, ganz wichtig, ein Riesenproblem im alten Denken, je mehr, je besser. Nein, Qualität hat nichts mit der Menge zu tun, es kann, aber es muss nicht. Besser kann auch sein, ich habe bessere Arbeitsbedingungen, nicht ich habe mehr Output, ist auch besser. Und das ist eben das, was gemeint ist. Organisch, das heißt natürlich und das heißt, ja, wie die Pflanzen halt wachsen und sich teilen und immer wieder neue Zellen machen, so machen wir auch agile kleine Teams. Das ist nichts anderes, es ist eben natürlich. So funktioniert es eigentlich. Und es funktioniert nicht top-down, weil top-down ist die Firma nur so gut wie der da oben. Und der ist meist nicht so gut, weil der kennt Excel, aber nicht die Realität, oder?
Also wenn wir jetzt in Change sind, kann man in diesem Wort ein Zeichen auswechseln und dann gibt es eine komplett andere Bedeutung. Genau, kennt ihr alle. Weil ich ein statisches PDF abgeben musste, kann ich jetzt die Präsentation oder die Animation nicht zeigen. Aber es würde, wenn ich jetzt drücken würde, gehe nach unten, C rein. Also jeder Change ist eine Chance, wie wir sagen. Und das ist die andere Sicht auf diese Zeit. Es gibt ein ganz einfaches Modell, wie man Leute verstehen kann, wie man auch sehr viel Adrenalin sparen kann. Und man kann Leute unterteilen in Pioniere, in Siedler und in Städteplaner. Das ist ein spannendes Modell, aber da haben wir jetzt nicht Zeit. Aber könnt ihr mal nachgehen, ist auch auf dem Publishing-Blog. Und der links, das ist ein Pionier. Und die in der Mitte, das sind vielleicht Siedler oder Städteplaner. Der Pionier, der will immer alles neu haben. Und gar nie so in einen Flow kommen. Beim Pionier spielt es auch keine Rolle, ob das ein Businessmodell ist oder nicht. Und die wollen nur immer standardisieren, normalisieren, Effizienz steigern und so. Und dann führt das plötzlich zu einer Situation, wo man einander nicht mehr wirklich versteht. Und ich will mich jetzt nicht über die Pioniere lächerlich machen oder über die Siedler und Städteplaner. Was ich sagen will, es geht nur zusammen. Wenn der Pionier irgendwas entwickelt, dann können die das dann sinnvoll weiterziehen. Und wenn die das sinnvoll weitergezogen haben, kommt wieder der Pionier und macht wieder was Neues draus. Also es ist nicht linear, es ist eine Kreisbewegung. Wir sind im Moment in einer schwierigen Zeit und da braucht es Exzellenz. Und jeder Mensch auf dieser Welt hat irgendwas Gutes. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der die nicht irgendwo gut war. Das gibt es nicht. Das Problem ist aber, dass wir alle gleich messen. Unser System gibt das vor. Aber das reicht nicht. Wenn ich alle gleich messe, habe ich am Schluss Durchschnitt. Aber ich brauche Exzellenz. Und das ist genau wie da. Ich kann diesem Elefanten 1000 Flugstunden spendieren. Der wird nie auf den Baum fliegen. Es geht einfach nicht. Und das ist sehr wichtig im Bereich Leadership und Change, dass ihr eure Leute im Team nicht dort schult, wo sie schlecht sind, sondern dort, wo sie gut sind, damit sie noch viel besser werden. Weil wenn ihr dorthin geht und eure Leute dort schult, wo sie schlecht sind, was macht ihr? Ihr macht sie einfach ein bisschen weniger schlecht. Aber ein bisschen weniger schlecht ist kein Business. Ich brauche Exzellenz. Wir haben noch nie einen Kunden, der sagt, ja, für mich reicht ein bisschen weniger schlecht. Ja, wir sind immer noch im Thema Change und ganz wichtig ist, man muss wollen, wollen. Und wenn jemand nicht wollen will, dann muss man die Änderung auch nicht machen, weil es hat eh keinen Sinn. Und das ist ganz einfach, zum Beispiel bei uns in der Familie. Meine Frau ist viel im Garten und ich bin nicht so gern im Garten, ich bin lieber im Wald. Und ja, die kann mir noch lange ihre Kräutertipps erzählen. Ich will nicht wollen und darum funktioniert es auch nicht. Und das ist beim Change sehr wichtig, dass man die Leute eben, das ist ja genau das, dort einsetzt, wo sie eh gut sind. Und wenn man das dann mal weiß, wo sind die Leute gut, wie vorher gesagt, es gibt keine Menschen ohne guten Seiten. Das wurde nicht erfunden. Dann ist der nächste Schritt, dass man es auch tut. Und warum tut man das einfach nicht unbedingt? Das ist ein systemisches Problem. Diese Folie, die hat Sprengkraft, da habe ich einen Lehrauftrag verloren in der Hochschule in Bern. Weil ich das System hinterfrage mit dieser Folie. Ich habe mir überlegt, warum kommt aus Europa keine Innovation? Warum gibt es in Europa keine Softwarefirmen mehr, die Weltrelevanz haben außer SAP? Das ist hausgemacht, das ist systemisch. Und das kann man so erklären. Alle Leute, die auf die Welt kommen, sind
innovativ und sind kreativ. Und vor allem, sie sind eines, sie sind agil. Stellt euch mal vor an die Zeit, wo ihr Fahrradfahren gelernt habt. Wer von euch hat einen Projektplan erstellt, wasserfallmäßig? Ich lerne jetzt Fahrradfahren. Wir waren alle mal agil. Das wurde uns dann abtrainiert im System, weil der Fokus hat sich geändert. Oder? Hier ist der Fokus auf, was kann ich? Ich kann schon Linkskurve fahren, ich kann schon Rechtskurve fahren. Und hier ist der Fokus auf, was kann ich nicht. Das ist das Problem. Das heißt, plötzlich wird Fehler was Negatives. Fehler wird was Negatives. Wenn Veränderungen kommen, kann es sein, dass ich Fehler mache, also mache ich lieber die Veränderung nicht. Völlig logisch. Und was kommt hinten raus ab dem System? Durchschnitt, das hatten wir schon. Und dann meinen wir, wir seien noch innovativ und erfinden neue Sachen und Wege, wenn wir nur Durchschnitt rauslassen hinten. Das geht nicht. Eigentlich müssten wir eben so denken. Und das Coole ist ja jetzt, dass das System zwar da ist, aber wir müssen uns gar nicht an das halten. Wir können es einfach anders machen. Ist ja völlig egal. Ja, es kommt wirklich nicht auf die Etikette drauf an. Was habe ich jetzt für Abschlüsse und so? Das ist sowas von egal, wenn es dann agil wird und in die Krise geht. Das ist alles Etikettenzeugs und ich will den Inhalt. Thema Leadership. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, Change und Leadership und Kultur gibt ein organisches Unternehmen. Und das ist auch so ein Riesending, das ist auch systemisch, kommt eigentlich aus dem gleichen Denken, dass der oben, der mit dem weißen Ding da, der kann alles, weiß alles. Und dann plötzlich will er Change Management machen und dann macht er statt Inspiration Manipulation. Das ist so häufiger Standardfehler. Und dann führt das zu der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Wenn ich mal erfahren habe, dass ich nichts ändern kann, dann werde ich auch nichts mehr ändern. Und das geht sehr vielen Leuten so, die in der alten Ökonomie auf der linken Seite dort drin sind, dieses Top-Down-Zeugs. Und ganz wichtig ist eben, wenn ich will, dass die Leute innovativ sind und sich selber neu erfinden und an neue Situationen anpassen, dann muss ich eines haben in meinem Team, das ist die psychologische Sicherheit. Die psychologische Sicherheit heißt, ich darf einen Fehler machen, das ist kein Problem. Ich darf komisch sein, das ist kein Problem. Und mit jeder Erfahrung, die ich mache, dass ich was bewegen kann, dass ich ernst genommen werde, steigt mein Vertrauen. Und ich kann euch sagen, ein Vertrauen aufbauen ist viel schwieriger, als ein Vertrauen zu brechen. Mit einem doofen Satz ist das Vertrauen wieder weg, dann seid ihr wieder vorne. Psychologische Sicherheit. Das ist ein extrem wichtiges Element. Das ist auch noch zum Thema Etikette. Wir machen jeweils so mit einer Gruppe zwischen 15 und 20 Personen eine Reise in Silicon Valley und wir gehen dort die Leute besuchen. Ich sage jeweils, wir gehen nicht die Firmen besuchen, wir gehen die Leute besuchen, die Menschen. Es geht um Menschen. Und das ist die Nicole, die da im Mickey-Maus-T-Shirt von Google. Und die ist Product Owner beim Google Assistant, dieser, kennst du? Genau. Und sehr spannend ist, die hat studiert Walfisch in irgendeiner speziellen Art. Also sie ist Biologin, hat über Walfische studiert und ihren Abschluss gemacht und leitet jetzt dort Google Assistant. Und was die sagt, ich frage dann jeweils, Nicole, was braucht es, man bei Google in Mountain View, also nicht in Zürich, sondern in Mountain View arbeiten kann. Und dann kommt immer das, we need problem solvers. Uns ist die Etikette sowas von egal. Wir beschießen die Leute zwischen 3 und 6 Monaten mit Problemen, wo wir genau wissen, dass sie die nicht lösen können. Und dann schauen wir, was passiert. Was passiert, wenn du drauf drückst? Was kommt raus? Das ist Kultur, oder? Das hat nichts mit Etikette zu tun. Kann
Im Valley, ja. Apple, Facebook und Google. Einem Jahr ungefähr. Ja, einem Jahr. Ja. Zürich nicht. Zürich nicht. Das ist wirklich Mountain View. Ja. Hamburg auch nicht. Hä? Hamburg auch nicht. Ja, ich denke Europa nicht. Ja. Genau. Das ist auch von Google eine Studie. Was ist überhaupt wichtig, damit ein Team funktioniert? Ich gehe da nicht zu groß drauf ein. Da kommt auch wieder die psychologische Sicherheit, die Zuverlässigkeit, Sinnfrage, Struktur und Klarheit. Eigentlich alles Soft Facts. Und diese Sinnfrage ist eben sehr wichtig. Und ich sage dem jeweils vom Know-how zum Know-why. Also vom reinen Wissen, wie es geht, zum Wissen, warum. Ist viel wichtiger, das Warum. Weil das Wie, das erwarte ich heute. Und das sollten Leute auch sich selber beibringen können mit all den Tools, die sie heute haben. Aber das Warum, dort spielt die Musik. Und wenn das Warum stimmt, kann es morgen irgendeine andere Technologie sein. Und die kommen mit. Die machen den Technologie-Shift mit dem Team. Sehr wichtig. Weil ich weiß ja nicht, ja, wie programmieren wir übermorgen? Weiß ich nicht. Aber wenn die das Why haben, Leute glücklich zu machen mit Kommunikation, sage ich irgendwas, dann spielt doch die Technologie keine Rolle, solange das Why stimmt. Das ist von einem Bildungsanbieter in Zürich. Wie lernen die Leute am besten? Und ich gehe einfach nur auf die oberste Ebene. Selber probieren. Und selber probieren heißt selber scheitern. Je schneller du scheiterst, umso schneller wirst du besser. Ganz einfach. Und das habe ich dann ergänzt. Wie sieht es denn in meinem Team aus mit der Fehlerkultur? Ist Fehler ein Problem oder ist Fehler was Tolles? Ich komme zur Agilität. Und Agilität kann man ganz einfach beschreiben, zum Beispiel mit einer Wanderung. Ich bin so dieser Bergtyp. Ich gehe immer, wenn das Wetter passt, laufe ich irgendwo auf einen Gipfel. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das kann man ja planen. Man weiß ja, wo dort und der Gipfel steht dort. Und wenn jetzt die Bergwelt agiler wäre, dann würde sich der Gipfel dauernd verschieben. Während ich marschiere, ist der Gipfel immer an einem anderen Ort. Ja, was muss ich dann machen? Ich muss dauernd nachjustieren. Also ich muss immer wieder schauen, wo ist der Gipfel im Moment. Und das heißt, wenn ich agil arbeite, dann arbeite ich eben so in kleinen Stückchen. Immer dorthin, wo das große Ziel ist. Damit man die agilen Frameworks, die es gibt, richtig einsetzt, gibt es da eine, ist nicht von mir, habe ich irgendwo geklaut, eine tolle Unterscheidung von Problemen. Weil ich sage immer, Unternehmerin, Unternehmer sein ist ganz einfach. Du musst nur relevante Probleme lösen. Und dann läuft das Business. Das heißt, Probleme sind mein Auftraggeber. Das heißt, Probleme sind was Tolles. Wenn es keine Probleme geben würde, dann hätte meine Firma keine Berechtigung. Also Probleme sind meine Freunde. Jetzt muss ich mal schauen, was gibt es für Vorgehensweisen, mit diesen Freunden umzugehen. Und ich habe das da einfach mal aufgeschrieben mit A, B. A ist Ist-Zustand und B ist Soll-Zustand. Wenn ich ein sogenannt einfaches Problem habe, dann kann ich durchplanen von A nach B. Das ist das gute alte lineare Planen und Denken. Wenn ich weiß, wo A ist und ich weiß, wo B ist, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme zu B, dann muss ich ständig nachjustieren, vielleicht Fehler machen, zurück, wieder Fehler machen, zurück. Und das ist dann ein sogenannt kompliziertes Problem. Ein komplexes Problem ist, ich weiß nur noch den Ist-Zustand, aber ich weiß nicht, wohin es geht. Das ist klassisch Softwareentwicklung. Ich weiß, wie die Welt heute funktioniert und tickt, welche Hardware es gibt und. Aber ich weiß nicht, wie sie übermorgen funktioniert und trotzdem muss ich weitergehen. Das heißt, ich habe ein komplexes Problem. Und dann ein chaotisches Problem ist,
wenn ich gar nichts mehr weiß. Also wenn ich keinen Ist-Zustand mehr habe und keinen Soll-Zustand. Das kann sein, wenn ich neue Businessmodelle generiere oder wenn ich getrieben durch einen externen, nicht berechenbaren Einfluss in eine Riesenkrise komme. Jetzt habe ich da mal auf dieser Stacy-Matrix aufgeschrieben, welche dieser Probleme kann ich jetzt mit welcher agilen Projektmanagement-Methode lösen. Es ist nicht immer falsch, Wasserfall zu verwenden, nur weil es nicht sexy ist. Sondern ich muss immer schauen, was habe ich für ein Problem und dann das richtige Werkzeug verwenden. Ich habe Wasserfall ausgegraut gemacht hier, weil es nicht agil ist, aber es ist bei repetitiven Problemen das Beste. Und dann, wenn ich eben nach rechts oben gehe, dann wird es immer unsicherer, das Was und das Wie. Wenn ich ein kompliziertes Problem habe, dann empfehlen wir Kanban. Wenn ich eben eher so in der Softwareentwicklung bin, ich weiß nicht, wo B ist, ich weiß nur noch, wie der Markt heute aussieht, dann würde ich Scrum nehmen, da habe ich garantiert immer die Ausrichtung drin. Eine Mischform zwischen Scrum und Design Thinking ist User Story und Story Map. Das nutzen wir sehr häufig in Webprojekten, wo es zuerst darum geht, herauszufinden, wohin wollen die überhaupt mit ihrer Website. Und wenn es dann eben ganz chaotisch wird, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich hin muss, Design Thinking. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis, als ich diese Stacy Matrix, heißt die, entdeckt habe. Und jetzt kann man immer schauen, welche Art Problem habe ich? Das heißt, ich habe zum Beispiel ein kompliziertes Problem, dann kann ich schauen gehen, blablabla, kompliziertes Kanban. Okay. Jetzt, was ist überhaupt eben ein organisches Unternehmen? Also Zusammenspiel von diesen drei Sachen. Für mich ist Erfolg, das habe ich einfach hier mal aufgezeichnet, das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für alle Menschen etwas anderes. Für mich ist das Erfolg. Für mich ist Erfolg nur Erfolg, wenn er nachhaltig ist, langfristig. Alles andere sind irgendwelche Spekulationen, aber das ist meine Welt, mein Wertesystem. Und ich habe es einfach mal aufgezeichnet, wenn ich eine bewusste Firmenkultur habe. Welche das ist, das ist eine andere Frage, aber ich weiß, dass die Kultur, die ich verwende, bewusst ist. Und die wird gepflegt, das ist wichtig. Das ist gerade so wichtig wie Software-Update. Die bewusste Kultur, die führt zu psychologischer Sicherheit. Das heißt, das führt zu glücklichen Mitarbeitenden. Und das Tolle an glücklichen Menschen ist ja, dass die, was wollen die? Die wollen Glück weitergeben. Das heißt, es führt zu zufriedenen Kunden. Und so ein Standard-Leadership-Problem ist, dass der Chef mit den Kunden unterwegs ist. Wenn der Chef nicht ein Manager ist, sondern ein Leader, dann ist er fürs Team da und nicht für die Kunden. Und das Team, das performt dermaßen, dass die selber die Kunden glücklich machen. Das wäre eigentlich die Aufgabe vom Leader. Und wenn die Kunden zufrieden sind, dann gibt es die stimmigen Finanzen. Und die Regel ist ganz einfach, das kannst du nicht rückwärts machen. Wenn dein Ziel das ist, ohne da durchzugehen, das wird nur kurzfristig funktionieren, nie langfristig. Geht nicht. Das ist auch so ein organisches Gesetz. Finanzen können aber halt auch nie das Ziel sein, sondern Finanzen sind ein Ergebnis. Genau. Ich kann nicht als Ziel haben, genau. Den Umsatz zu machen. Genau. Sehe ich genau gleich. Ja. Ich habe mir mal überlegt, woran könnte man denn ein organisches Unternehmen erkennen? Ihr könnt es ganz sicher erkennen, dass es nicht organisch ist, ist, wenn der Parkplatz vom Chef persönlich beschriftet ist. Dann ist garantiert sicher nicht organisch. Das ist mal so eine einfache Messlatte. Wenn, wie Thorsten gesagt hat, wenn Profit das Ergebnis ist, aber nicht das Why, dann ist es sicher nicht organisch. Wenn das Why im Zentrum steht, ist es organisch, weil das Why, das Warum, ja letztlich dann den Profit, das haben wir gesehen auf der Folie vorher, letztlich auf den Profit sich auswirkt. Dann vom Microcontrolling weg zur Ermutigung.
dieses Microcontrolling, das ist der Töter für psychologische Freiheit und Innovation. Wenn ihr solche Arschlöcher im Team habt, die nicht selber arbeiten können, habt ihr die falschen Leute im Team. Das ist ein Leader-Problem, aber das könnt ihr nicht mit Microcontrolling verbessern. Das funktioniert nicht. Dann statt Planung MVP. MVP, das kommt aus der Lean-Startup-Szene, das heißt Minimal Viable Product. Was ist das kleinstmögliche Produkt? Also statt irgendwas durchplanen, das ich eh nicht planen kann, weil es nicht linear ist. Ja, warum plane ich es dann? Einfach probieren und verbessern. Je früher ich scheitere, umso besser. Und dann, statt Geheimniskrämerei, Transparenz. Wenn es nicht gut läuft, das müssen die Leute wissen. Wenn ihr psychologische Freiheit wollt im Team, dann müssen die Leute wissen, dass es nicht gut läuft. Dass ihr ein Problem habt. Und wenn ihr diese Ehrlichkeit nicht habt, dann müsst ihr auch nicht davon ausgehen, dass die Leute das Vertrauen haben, ihren IQ für euch einzusetzen und mehr zu machen als einfach das. Das ist gegenseitig Transparenz. Dann, statt Aktivitäten zu messen, es gibt ja, mittlerweile habe ich nur gelesen, in Microsoft Teams die Möglichkeit zu messen, wie viele Webmeetings einer macht, also sowas Hirnverrücktes, und das ist dann, kann dann sogar in die Lohnabrechnung reinkommen und so. Und ja, es geht ja eigentlich um die Resultate und nicht um die Anzahl E-Mails oder Meetings. Und dann das Letzte, das mir sehr, sehr bewusst wurde in dieser letzten Zeit, ist eben, dass viele Leute Quantität mit Qualität verwechseln. Quantität kann auch ein Stück sein der Qualität, aber es gibt viel mehr für gute Qualität als einfach nur schneller und mehr. Wie gesagt, ich kann bessere Arbeitsbedingungen haben, ich kann die Diversity hochfahren, alles, das ist alles Qualität. Und nicht nur, ich mache mehr Umsatz. Was ich ja probiert habe zu zeigen, ist, dass wir haben ein systemisches Problem. Und diese Folie mit den Kindern, die dann ins System kommen und dann Durchschnitt werden, das kommt aus dem Ausbildungsprogramm der preußischen Armee. Also wenn du heute schaust, wie funktionieren unsere Bildungssysteme, und habe ich mich sehr damit befasst, wir haben selber eine Schule gegründet, eine Volksschule in Bern. Das ist, wie die preußische Armee geschult hat. Und was ist das Ziel, wenn du Soldaten schulst, alle sind gleich getaktet und keiner überlegt irgendwas. Genau. Das haben wir jetzt lange Zeit praktiziert. Und ich glaube, es braucht mindestens so lange, wie wir gehabt haben, für diese Scheiße reinzukommen, wieder um rauszukommen. Also ich kann dir sagen, dass es funktioniert. Es gibt auch so eine Bewegung rund um das Ganze. Und für mich ist das Spannendste, in der Schweiz gibt es eine Kette, die hat sich spezialisiert auf gebrauchte Apple-Geräte. Revendo heißen die. Mittlerweile gibt es auch in Österreich und im Süden von Deutschland auch schon. Und die sind soziokratisch organisiert. Das ist nochmals eine Stufe verrückter. Da gibt es nur einstimmige Entscheidungen und keine Hierarchie. Und die haben 8 oder 9 Standorte bereits. Das sind von den beliebtesten Apple-Händlern in der Schweiz. Weil kürzlich hat mir jemand gesagt, ein alter Unternehmer, oldschool, wollte irgendein neues iPhone, und gesagt, ja, schau doch mal bei Revendo, vielleicht sogar kannst du ein gebrauchtes oder so kaufen. Und dann hat er mir gesagt, hey, als ich da reingekommen bin, irgendwas war anders, ich habe es gespürt. Ich hatte gerade Vertrauen. Das ist genau der Punkt, das meine ich mit dem Systemischen, oder? Genau. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einen riesen Power. Die schönste Botschaft ist ja, alle hier im Raum waren mal agil und kreativ. Ja. Es konnten alle gut zeichnen, bis sie in die erste Schulklasse kamen. Ja. Das ist einfach so. Ja, dann sagst du rein, dass du es nicht kannst. Ja? Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Leader und Manager. Ein Manager ist so einer Top-Down für mich, und das ist vor allem ein Egoist, weil der will höher und weiter. Und ein Leader ist einer, dem geht es nur um die anderen. Der will, dass sein
Team gut ist und nicht er unbedingt. Er will nicht brillieren. Und wir brauchen Leaders. Managers braucht vielleicht, brauchen die Shareholder, aber langfristig brauchen wir keine Managers. Das sind so Sachen, wo man rangehen kann. Und eben, ihr könnt alle morgen zu euch in die Firma und in eurem kleinen Umfeld beginnen, psychologische Sicherheit aufzubauen. Das ist ansteckend. Ja, also ich würde sagen, ich mache mal noch schnell das Fazit und dann könnt ihr noch den Code scannen und weiter diskutieren, bis wir rausgeworfen werden. Eben das organische Unternehmen, das langfristige Unternehmen, das nachhaltige Unternehmertum basiert auf den Säulen Change. Und da finde ich das Wichtigste, die psychologische Sicherheit mit, die Fehlerkultur, sorry, möglichst schnell scheitern, ausprobieren statt planen. Dann beim Bereich Leadership, die psychologische Sicherheit, die kam ja jetzt in diesen letzten 45 Minuten mehrfach. Und wir haben ja da drin im Raum auch ein Stückchen psychologische Sicherheit, weil wir können kontrovers diskutieren, das finde ich übrigens super. Und die Agilität ist die ständige Nachjustierung, wenn ich eben meine Wanderung mache auf den Gipfel und das Problem ist, dass der Gipfel dauernd Standort wechselt, also ich muss dauernd neu planen. Und das alles gibt dann letztlich ein organisches Unternehmen im Sinn von krisensicher, sturmfest und nachhaltig.